Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft, wo ich mal schnell was essen muss. Und wir sind immer noch auf der Reise zu unserem Ziel hier, um dort dann eine Höhle zu erkunden. Oder was finden wir denn hier? Ja, optimal. Boah, das sieht auch echt cool aus, ne? Aber ich muss mal hier den Goldblock auf jeden Fall mitnehmen. Oh Gott, das war kurz gefährlich. So, was kann ich denn mal wegschmeißen? Ich schmeiß mal das rohe Hühnchen weg und wir gucken mal, was wir hier in der Kiste finden. Ach, eine goldene Pferderüstung. Sehr geil. Eisenklumpen, noch ein Feuerzeug, theoretisch. Wir könnten mal anfangen, Sachen in den Rucksack zu packen. Boah, das sieht ja so ekelhaft aus, das Zeug. Pack mal kurz alles, was wir gerade nicht brauchen, hier rein. Die brauchen wir ab und zu. Unsere Werkbank brauchen wir ab und zu. Die Angel brauchen wir gerade nicht. Das Feuerzeug kann man mal lassen. Einmal auch. Blöcke. Sticks und Pfeile. Und Essen. Und den Rest können wir dann noch mitnehmen. Hähnchen auch. Und packen wir es einfach in den Rucksack rein. So einfach ist das. So. Perfekt. Dann können wir auch schon weiter. Eigentlich alles Wichtige mitgenommen. Wobei, die Kiste könnte ich noch mitnehmen, falls wir später ein Backpack bauen wollen. Dann haben wir schon mal eine Kiste. Boah, diese ekelhaften Blöcke. Was ist das überhaupt für ein Block? Netherrack? Ach, echt? Als ob der auch draußen spawnt. Und diese Blöcke, kann man die auch abbauen? Ja, kann man. Nehme ich auch mal mit. Man weiß ja nie. So. Aber wir wollen jetzt erstmal zu unserem Ziel. Und wir wollen mal kurz auf die Map gucken. Denn, ist das ein Dorf hier? Nee, sieht glaube ich nur so aus. Kein Dorf, das wir bis jetzt verpasst haben. In dem Dorf hier waren wir. Und hier könnte natürlich irgendwo eins sein. Ja. Da ist ein Dorf, das wir verpasst haben. Aber da will ich jetzt nicht hin, das ist mir zu weit weg. Wir gehen eher hier mal jetzt in diese Richtung und gucken, was wir da finden. Das heißt, ich kann erstmal... Aua, ja, ja, aua, aua. Erstmal einfach weiterlaufen. Und dann schauen wir mal, wo der Weg uns hinführt, den wir hier eingeschlagen haben. Ach ja. Hallo Kuh. Ja, Mo. Das kann ich auch. Die Bäume haben irgendwie alle so wenig Blätter. Die sind so weit oben nur. Was haben wir denn hier? Auch schon wieder ein Strand. Ein Strand und dann Schnee. Auch sehr wild. Auch eine schöne Location hier. Aber ich reise erstmal weiter in Richtung unseres Ziels und dann gucken wir uns um, ob wir hier irgendwo was Interessantes sehen. Vielleicht ein naheliegendes Dorf. Boah, sind das viele Füchse. Das ist so ein Witz. Ich habe es einfach echt nicht gesehen, ne? Komplett reingefallen. Ja, ist okay. So, kurz mal einen Tauchgang hier. So, hier war doch irgendwo unsere Markierung. Mal kurz auf die Map gucken jetzt. Oh, hier geht's auf jeden Fall in eine Höhle. Sieht's hier irgendwo nach einem Dörfchen aus? Nee, ne? Verdammt, ich dachte, ich kann vielleicht hier irgendwo nächtigen. Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, ich will mal in diese Richtung. Oder sollte ich erstmal in die Richtung gehen? Da hinten wird's pink, das ist sympathisch. Sieht unschuldig aus, da laufe ich hin. Bevor ich jetzt den Berg da hochkraxel. Um dann da oben irgendwo meine Nacht zu verbringen. Oh, die Wolfis sind ja auch so süß. Boah, sieht schon auch sehr cool aus mit dem Sonnenuntergang. Einmal abtauchen. Boah, die sehen auch krass aus.
Ja, schon echt ein cooles Texture Pack. Muss man einfach mal sagen, aber es wird gerade sehr schnell sehr dunkel. Was leuchtet da hinten? Das Grafikfehler oder ist das ein Dorf? Ich glaube, das ist die Sonne, die sich im Wasser spiegelt. Oh mein Gott, ein Baby-Zombie. Okay, ja, die Monster sind schon da, perfekt. Was ist das, was hier so leuchtet? Ist das echt die Sonne, die da reflektiert? Nein, das sind wieder diese Pilze, diese leuchtenden, kann das sein? Kacke. Ja, das sind wieder diese leuchtenden Pilze. Okay, das sieht schon sehr cool aus. Oh Gott, eine Hexe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss irgendwo mein Nachtlager aufschlagen. Und das Problem ist, dass ich schon verfolgt werde. Und das ist nicht gut. Ich muss irgendwie mal auf die Bäume hoch. Okay, Creeper. Okay, ich bin komplett broke. Das war meine Chance, auf die Blätter hochzukommen. Dann kommt da so ein Creeper. Oh Gott, ich hab mich so zu Tode erschreckt gerade. Ich muss essen. Boah, es ist schon schön, aber es ist sehr dunkel. Und ich habe sehr viel Angst gerade. Auch wenn die Musik so idyllisch ist und es hier echt idyllisch aussieht, befinde ich mich gerade nicht in Sicherheit. Ich wollte eigentlich irgendwo mein Bett aufstellen, das kann ich jetzt vergessen. Das wird nichts. Oh nein! Nicht gut, oh nein. Okay, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Der Oldschooler. Ach, schade, wer hätte auch mal ein Diamant sein können. So. Da soll mir noch mal einer sagen, ich wäre kein Minecraft-Pro. Natürlich habe ich da jetzt wieder so ein Ding platziert. Ich liebe es. War natürlich der Falsche. Gut, dann lasse ich das jetzt einmal mal kurz da stehen. Pack die weg. Dann haben wir hier auch unsere eigene Laterne. Dann legen wir uns erstmal kurz schlafen. Erstmal kurz chillen. Wir sind ganz schön weit gelaufen. Ich kann mal gleich auf der Map gucken, ob hier irgendwo was, eine Sehenswürdigkeit zu finden ist auf der Karte, ein Dorf oder so. Denn ich suche ja auch immer noch nach einem Sattel. Ach du Gott. Was ist denn jetzt passiert? Okay, die Map lädt gerade irgendwie nicht. Könnte daran liegen, dass ich unter der Erde bin, kann das sein? Ich bin unsicher. Erstmal raus. Ist das vielleicht, weil ich unter der Erde war gerade? Das ist halt eigentlich echt cool dann, ne? Ja, tatsächlich, das soll ich unter... Oh, hier ist ein Dorf. Da, ne? Ja. Ich muss mal kurz die anderen Waypoints entfernen. Das wäre einmal der. Und den lassen wir, den machen wir zu Edit und dann machen wir den zu einem Dorf hier. Wir haben dem Dorf gar keinen Namen gegeben. Dorf Malotsch. Perfekt. Den müssen wir dann später noch zu einem richtigen umformen. Boah, es sah so cool hier aus bei Nacht. Trotzdem bin ich jetzt froh, dass die Nacht vorbei ist. Wir gehen erstmal zu dem Dorf, kurz mal die Lage checken. Ja, direkt kassiere ich hier irgendeinen Pfeil. Blaue Bäume standardmäßig mit dem Texture Pack? Was für Bäume sind das? Die haben normale Blätter. Kann man das so, glaube ich, sehen, ne? Aber wo? Wo steht der Block? Facing east. Towards positive. Aha. Biome, Regent, Iceblood, Move Hills. Okay.
Ja, was auch immer. Nicht so blöd für das jetzt zu finden. Boah, die Blumenwiese hier auch einfach sehr geil. Mit dem Dorf. Boah, mega nices Bild. Boah, sieht schon wirklich sehr, sehr cool aus, die Blumenwiese hier. Und das Dorf mittendrin. Das ist echt cool. Und da oben ist noch ein Häuschen. Und da sieht es doch auch nach einer Schlucht aus. Boah, das ist schon echt ein cooles Biom, muss man einfach mal sagen. Und hier können wir theoretisch dann auch in die Höhle gehen. Auch cool aus hier. Okay. Erstmal die Lage hier checken. Moin, moin, servus, moin. Ich habe hier ein paar Kisten für mich. Ich bin auf der Suche nach einem Sattel. Oh, da haben gerade zwei geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe leider kein Präsent. Ich komme nur, um zu stehlen. So, den aktivieren wir auch. Alarm, Alarm, Alarm. Kriegt alle Angst, denn ich muss kommen und looten. Es gibt's nichts, nirgends ist was für mich. Wieder so frech, ja. Es ist halt echt keine einzige Kiste hier, ne? War ich in dem Haus hier drin? Das sieht ein bisschen größer aus. Ne, da war ich noch nicht. Das ist so eine Frechheit. Es gibt nichts zu klauen, das ist so bitter. Vielleicht da oben in dem Haus. Aber komm, ganz ehrlich, da laufe ich jetzt nicht hin. Das hier sieht aber auch echt cool aus. Und da hüpft das Kanickel. Ach, ist das alles friedlich hier. Hier oben diese Kluft. Oh, bitte nirgends reinfallen, danke. Boah, schon sehr, sehr cool. Ist schon echt sehr, sehr cool hier, dieses Biom. Muss man einfach mal sagen. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Am besten gehen wir in die Schlucht hier rein, oder? Guck mal, da ist noch so ein Ding. Ich würde sagen, wir gehen runter in die Schlucht, oder? Wir sind ja auf der Suche nach Diamanten. Da kann ich nicht als hier die Natur erkunden. Sondern muss mich wohl oder übel den Höhlen stellen. Und da vorne sah es nach einem sehr großen Eingang aus. Wie bei deiner Mutter. Wo waren das jetzt? Hier vorne, ne? Lauf ich noch richtig? Lauf ich nicht, perfekt. Dann können wir ja gleich wieder auf die dunkle Musik umstellen. Ein bisschen Walking Dead Musik. So, hier ist der Eingang, okay. Okay. Tja, das war's dann wohl. Gehen wir nach links oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte hier lang gehen. Dann stellen wir mal wieder um. Stellen hier wieder auf 20. Und spulen mal ein bisschen vor. So. I'm ready. Vielleicht soll ich nochmal schnell was essen. Und mir dann auch die Äpfel hier hinpacken. Und eventuell auch eine Laterne in die Hand. Ach du Gott. Ach du Gott, ist hier viel los. Boah, die sind so ekelhaft, die Spinnen. Oh Gott, sind die eklig. Komm, willst du ein Battle? Mist, ich habe nicht getroffen. Komm, ganz ehrlich. Das bist du mir nicht wert. Das ist so eine Redstone-Höhle, das ist sehr cool, weil hier können wir eine Menge Redstone besorgen. Komm her, Junge. So, auch wenn man die Angriffsanzeige nicht sieht, wir spielen mit dem normalen Kampfsystem. Da, guck mal den da. Den shoote ich weg jetzt. Das kann nicht wahr sein. Die sind einfach, die haben einfach Aimbot. Raw Redstone Block. Nehme ich mal mit. Hier ist nämlich auch mal mit. Ah, und hier haben wir normalen Redstone. Sehr geil. Den können wir nämlich gut gebrauchen für später.
wenn wir mal vorhaben, irgendwo Redstone zu verwenden, irgendwas Mechanisches zu bauen mit Elektrizität. Da bin ich froh, wenn ich ihn habe, und hier kriegen wir gerade sehr viel davon. Das ist sehr entgegenkommend vom Spiel. So, guck mal, wir haben schon über einen Stack. Das ist Kohle, die sollte ich auch mitnehmen. Können wir auch gebrauchen. Ich habe nämlich vergessen, Kohle mitzunehmen. Seht ihr, irgendwas habe ich doch vergessen, aber ich glaube, ich hatte auch fast gar keine. Ich spüre ja auch schon den Creeper im Nacken. Die Musik ist zum Glück sehr beruhigend. Und überhaupt nicht unangenehm. So, komm, das soll reichen. Boah, sieht aber auch schon sehr cool hier aus. Ich würde sagen, das ist eine gute Stelle, um die heutige Folge zu beenden. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, Daumen hoch, wie immer. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.